sind wir schon beim Tagesordnungspunkt 2. Und ich hoffe, Sie haben Verständnis dafür, dass ich mir erlaube, heute noch mal das Wort zu ergreifen. Sitzen Sie gut? Das ist ja wichtig. Kann er richtig zuhören? So, meine sehr geehrten Damen und Herren, werte Stadträte, sehr geehrte Herren Bürgermeister, sehr verehrte Gäste. Bitte gestatten Sie mir, dass ich die heutige Sitzung noch mal dazu nutze, mich von Ihnen als Gremium zu verabschieden, aber vor allen Dingen auch noch mal einen Blick auf meine Amtszeit werfe. Vorweg ein persönliches Wort. Die vergangenen fast 7 Jahre waren für mich beruflich wie privat sehr bewegte Jahre. In Dresden das höchste Amt zu bekleiden, war für mich von Anfang an eine große Ehre, aber natürlich auch eine große Herausforderung. Aber, und dies sage ich von ganzem Herzen, ich habe diesen Schritt aus der Landespolitik heraus in das Dresdner Rathaus nie bereut. Als ich im August 2008 mein Amt angetreten habe, befand sich die Stadtverwaltung, meisten werden sich erinnern, in einer komplizierten Situation. Die lange Zeit ohne direkt gewählten Oberbürgermeisterin an der Spitze der Verwaltung hatte sicherlich einige Spuren hinterlassen. Gleichzeitig waren einige schwerwiegende Themen noch ungelöst, wie beispielsweise die Zukunft der Operette und der Mangel an Schwimm- und Turnhallen. Ich habe es damals im ersten Schritt als meine zentrale Aufgabe gesehen, in der Verwaltung wieder eine klare Führung zu etablieren und vor allen Dingen dem Rathaus in der Außenvertretung, in zahlreichen nationalen und internationalen Gremien und vor allem gegenüber dem Bürger ein Gesicht zu geben. Ich denke, dass mir das gerade mit Unterstützung der Fachbürgermeister gut gelungen ist. Gleichzeitig waren es aber vor allem die dringenden und teilweise sehr unterschiedlichen politischen Handlungsfelder, die von Anfang an meinen Alltag bestimmt haben. Die sicherlich größte Aufgabe war es, die richtigen Antworten auf das kontinuierliche Wachstum unserer Stadt zu finden. Mit dem Doppelhaushalt 2011-2012 ist es uns gelungen, die tatsächlich wichtigsten Weichen zu stellen. Dieser Haushalt, meine Damen und Herren, war ein deutliches Signal, dass Bildung die zentrale Zukunftsperspektive für unsere Stadt sein wird. Auch wenn dadurch in den vergangenen 5 Jahren andere Handlungsfelder in ihrer Priorität zurückstehen mussten, so halte ich auch im Nachgang unserer Entscheidung für richtig und heute schon erfolgreich. Dresden ist auf dem Weg, mit diesem Investitionsprogramm in Schulen, Sportanlagen und Kitas eine der modernsten Infrastrukturen in der Bundesrepublik Deutschland zu schaffen. An dieser Stelle will ich betonen, die Tatsache, dass der Ausbau von Krippen und Kindergärten in dieser Art und Weise in den letzten Jahren gelungen ist, und der Rechtsanspruch zum 1. August 2013 erfüllt wurde, war eine Gemeinschaftsleistung von Ihnen als politische Vertreter im Stadtrat und der gesamten Verwaltung. Dass der gleiche Prozess beim Ausbau von Grund- und Oberschulen sowie den Gymnasien mit größeren Problemen verbunden war und ist, liegt sicherlich an der noch höheren Komplexität dieser Aufgabe. Aber auch hier ist es Rat und Verwaltung bisher gelungen, gemeinsam wichtige Meilensteine zu setzen. Ich denke dabei zum Beispiel an die nicht einfache Entscheidung am Standort Tolkewitz, aber auch an gelungene Projekte wie die 144. Grundschule in Pieschen, das Gymnasium Bürgerwiese oder die 107. Oberschule. Diese Investitionen, verbunden mit einer erheblichen Kraftanstrengung, haben aus meiner Sicht wesentlich dazu beigetragen, dass Dresden in den vergangenen Jahren eine solch rasante und positive Entwicklung genommen hat. Es ist gut, sich manchmal die Fakten noch einmal vor Augen zu halten. 2008 hatte Dresden rund 500.000 Einwohner. Zum Ende des vergangenen Jahres waren es fast genau 40.000 Bürgerinnen und Bürger mehr. Nur um die Relation noch mal deutlich zu machen, Meißen hat 27.000 Einwohner, Pirna 37.000 Einwohner. Schaut man gleichzeitig auf den Arbeitsmarkt, so ist es in der Tat erstaunlich, dass die Zahl der Arbeitslosen vom Höchststand im Jahr 2007 von rund 40.000 inzwischen um die Hälfte gesunken ist. Gleichzeitig stieg die Zahl der Erwerbstätigen um 20.000.
Der erfolgreiche Mittelstand hat die Krisen der letzten Jahre gut verkraftet und bildet nach wie vor die Basis unseres Wachstums. Gleichzeitig haben Hochschulen und Wissenschaft dafür gesorgt, dass Dresden nicht nur wächst, sondern dass es vor allem bunter und internationaler wird. Meine Damen und Herren, Dresden braucht den Vergleich mit anderen deutschen Großstädten nicht zu fürchten. Wir stehen in vielen Bereichen inzwischen in einem europäischen und internationalen Wettbewerb. Dass dies so ist, ist sicherlich nicht ausschließlich ein Verdienst der Arbeit in Rat und Verwaltung. Aber wir können sehr wohl mit Fug und Recht behaupten, dass es uns gelungen ist, für Fachkräfte und junge Familien sehr gute Rahmenbedingungen geschaffen zu haben. Diese jungen Menschen bilden das Fundament der Zukunft in unserer Stadt. Und deshalb sollte Dresden auch nicht nachlassen, gerade ihnen eine Zukunftsperspektive zu eröffnen. Die Voraussetzungen dafür sind gerade hier nahezu einmalig in Deutschland. Was mich auch mit Stolz erfüllt, ist die Tatsache, dass wir für drei scheinbar unlösbare Probleme einen guten Weg gefunden haben. Ich will gar nicht über die Gründe spekulieren, aber Fakt war, dass bei meinem Amtsantritt die Situation für Philharmonie, Operette und TJG bereits dramatisch war. Drei der größten städtischen Kultureinrichtungen hatten bis dato keine Aussicht auf neue Spielstätten, vor allen Dingen, die in keinem Verhältnis zu ihrer Bedeutung und ihrem Niveau standen. Die Stadträtinnen und Stadträte von Ihnen, die schon in der letzten Wahlperiode dabei waren, wissen, wie sehr wir um eine Lösung dieser Situation gerungen haben. Heute sehen wir die Bauarbeiten am Kulturpalast und dem Kraftwerk Mitte rasch voranschreiten. Natürlich ist der Weg, den wir gewählt haben, kein einfaches Unterfangen, denn dennoch hat die Mehrheit des Stadtrates auch hier den Mut gehabt, dieses Vorhaben gemeinsam auf den Weg zu bringen. Die kommenden Generationen werden für diesen Schritt dankbar sein, denn wir sichern die Existenz dieser großartigen Kulturbotschafter unserer Stadt sehr nachhaltig. Und auch wenn ich bei der Eröffnung des Konzertsaals und der Bühnen im Kraftwerk nicht mehr als aktive Politikerin dabei sein kann, so freue ich mich schon heute darauf, die Kultur an diesen Orten als begeisterte Dresdnerin in vollen Zügen genießen zu können. Natürlich gab es neben diesen wirklich großen Entscheidungen auch unzählige anderer Themen, die mich und Sie in Atem gehalten haben. Fast schon wieder vergessen ist das Hochwasser im Jahr 2013. In diesen Tagen hat sich für mich die ganze Leistungsfähigkeit unserer Verwaltung gezeigt, aber auch die große Einsatzbereitschaft der Dresdnerinnen und Dresdner für ihre Freunde, für die Nachbarn, ja für die gesamte Stadt. Nicht zu vergessen ist die eindrucksvolle Eröffnung der Waldschlösschenbrücke mit 200.000 begeisterten Besuchern. Wir haben den Bau der Schwimmhallen in Bühlau und am Freiberger Platz auf den Weg gebracht und mit der Gründung der Bäder GmbH auch für diesen Bereich ein nachhaltiges Fundament gelegt. Auch der Rückkauf der Trewag-Anteile und der gleichzeitige Erwerb der Enso sind zukunftsweisende Entscheidungen gewesen, deren positive Wirkung noch lange in Dresden zu spüren sein wird. Meine Damen und Herren, schon diese kurze Rückschau zeigt, wie bewegt die vergangenen Jahre waren und mit welch gutem Ergebnis wir jetzt dastehen. Sie alle wissen, dass mir ein Thema in diesen Jahren besonders am Herzen lag, die Erinnerung an den 13. Februar 1945 und unser gemeinsames Gedenken in unserer Stadt. Die 2009 gegründete Arbeitsgruppe 13. Februar hat sich bewährt. Ich bin sehr froh, dass es uns gemeinsam gelungen ist, am 70. Jahrestag klar und deutlich zu zeigen, dass unsere gemeinsame und auch im Stadtrat diskutierte Erinnerungskultur eine solche positive Entwicklung vollzogen hat. Dresden steht heute für Versöhnung und Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, nicht mehr für einen Mythos. Die Bürger setzen klare Zeichen gegen Rassismus und gegen Gewalt, ohne dass dabei das individuelle Gedenken auf der Strecke bleiben würde. Ich hoffe sehr, dass Sie als Stadtrat diesen Weg mit der Bürgerschaft weitergehen werden. Es sollte auch in den kommenden Jahren deutlich werden, dass die Dresdner in dieser Frage einen breiten Konsens suchen und dass persönliche und politische Interessen klar dem gemeinsamen Ziel untergeordnet werden. Eine weitere Aufgabe, die in den nächsten Wochen innerhalb der Bürgerschaft diskutiert werden sollte, ist eine mögliche Bewerbung Dresdens als europäische Kulturhauptstadt. Ich hoffe sehr, dass Sie als gewählte Vertreter gemeinsam
mit vielen Interessenten eine breite Diskussion über diese Bewerbung anstoßen. Für Dresden, und das haben die letzten Wochen noch einmal deutlich unterstrichen, kann dieser Bewerbungsprozess ein unglaublicher Gewinn sein. Dieser Titel steht für Weltoffenheit und Toleranz. Und Dresden, meine Damen und Herren, hat so viel Schätze und so viel Potenzial, dass die Kulturhauptstadt nicht nur eine Würdigung dessen wäre, sondern auch ein Meilenstein für die weitere Entwicklung. Ich bin mir sicher, dass dieses Projekt zeigen kann, dass Verwaltung, Politik und Bürgerschaft viel erreichen können, wenn sie gemeinsam und ohne Vorbehalte ein Ziel anstreben. Gestatten Sie mir an dieser Stelle einen konkreten Wunsch an Sie als Stadtrat, aber natürlich auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung zu richten. Es gibt täglich zahllose Vorgänge, Projekte und Aufgaben, die korrekt und gut bearbeitet werden. In den allermeisten Fällen arbeiten Verwaltung und Politik gut zusammen. Trotzdem sind es immer wieder die Konflikte und Streitfälle, die uns über Wochen, Monate und Jahre beschäftigen und die leider in vieler Hinsicht das Bild des Stadtrates und des Rathauses in der Öffentlichkeit prägen. Es mag sein, dass in der Vergangenheit Fehler passiert sind von beiden Seiten, und da nehme ich mich gar nicht aus. Doch gerade jetzt, meine Damen und Herren, braucht Dresden mehr als eine Verwaltung, die über die Politik schimpft, und einen Rat, der die Verwaltung als Sündenbock nutzt. Meine Damen und Herren, liebe Stadträte, ich habe mich in den vergangenen Wochen immer wieder zu aktuellen Ereignissen in unserer Stadt geäußert, und gestatten Sie mir, dass ich dies erneut tue. Aus meiner Sicht müssen wir aus den Demonstrationen und den damit verbundenen Diskussionen vor allem zwei Schlussfolgerungen ziehen. Zum einen müssen die unterschiedlichsten gesellschaftlichen Akteure dafür Sorge tragen, dass die Themen Weltoffenheit und Internationalität eine viel stärkere Gewichtung erhalten. Ich habe ja bereits die Entwicklung unserer Stadt skizziert, und diese zeigt deutlich, dass die Zukunftsfähigkeit in Dresden auch davon abhängen wird, wie es uns gelingt, die unterschiedlichsten gesellschaftlichen Gruppen zu integrieren und ein harmonisches Miteinander zu ermöglichen. Wir alle müssen Integration als eine fortwährende Aufgabe betrachten, die nicht mit einzelnen Aktionen abgeschlossen sein kann. Weltoffenheit muss in den Bereichen Politik, Bildung, Soziales und Stadtentwicklung fest verankert sein. Gleichzeitig dürfen wir Fremdenfeindlichkeit, sei sie offen oder versteckt, keinen Raum geben. Wenn ich sehe, welche große Welle der Hilfsbereitschaft gerade für Flüchtlinge in der Dresdner Bürgerschaft durch die Ereignisse der letzten Wochen ausgelöst wurde, dann bin ich mir sicher, dass wir auch Erfolg haben können. Zum anderen kann dies aber nur gelingen, wenn wir alle Bürgerinnen und Bürger wieder in die gesellschaftlichen und politischen Prozesse einbinden. Weniger die Demonstrationen, sondern vielmehr die vielen Dialogformate der letzten Wochen haben das deutlich gemacht, dass hier ein enormer Nachholbedarf besteht. Die drängenden Fragen sind dabei, wie wir Teilhabe ermöglichen, aber auch zur Teilhabe motivieren können. Auf eine Sache will ich deutlich hinweisen: Ich glaube nicht, dass dies eine Aufgabe der Verwaltung ist. Politische Teilhabe ist Aufgabe der Parlamente und in erster Linie der Parteien. In den letzten Monaten wurde aus meiner Sicht viel zu sehr auf die Verwaltung verwiesen und viel zu wenig die Aufgabe von Parteien und Politikern betrachtet. Sie als Stadtrat müssen für Dresden Lösungen finden, wie wir politische Prozesse initiieren, Entscheidungen transparent machen und gleichzeitig die Bürger mitnehmen. Sie sind keine Lobbyisten oder Vertreter einzelner Interessengruppen. Das Ziel des Stadtrates sollte es immer sein, den Willen der gesamten Bürgerschaft in der ganzen Vielfalt abzubilden. Ich hoffe sehr, dass Sie sich dieser Verantwortung bewusst sind. Denn für unsere Stadt besteht nach den Debatten der letzten Wochen auch eine sehr große Chance. Diese darf meiner Meinung nach nicht ungenutzt bleiben. Meine Damen und Herren, ein Abschied ist immer die beste Gelegenheit, Danke zu sagen. Mein Dank gilt an dieser Stelle sehr vielen Menschen, die mich in den letzten 7 Jahren begleitet haben. Gerade die Arbeit mit den Herren Bürgermeistern war sicherlich nicht immer konfliktfrei, trotzdem von hohem Respekt und Loyalität geprägt. Und dafür sage ich an der Stelle allen Herren ganz herzlich Danke. Wir haben in vielen Fällen nach gemeinsamen Lösungen gesucht und diese letztendlich auch gefunden. Danken will ich insbesondere meinem Vertreter Herrn Hilbert, der in den kommenden Wochen die Verwaltung leiten wird. Und dafür viel Erfolg.
In meinen Dank schließe ich auch die zahlreichen Verwaltungsmitarbeiter ein, die sich täglich im Rathaus engagieren und letztendlich dafür sorgen, dass unsere Pläne und Vorhaben überhaupt Umsetzung finden. Aber dazu gehören natürlich auch meine engsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nicht nur meinen Arbeitsalltag hervorragend organisiert haben, sondern auch mit mir mit Rat und Tat zur Seite standen. Meine Damen und Herren, und ich sage natürlich Ihnen, den Damen und Herren Stadträten, ganz herzlich danke. Danke für die gemeinsame Arbeit in den letzten Jahren. Danke für Ihr Verständnis, dass nicht alle Dinge vielleicht nach Ihren Interessen am Ende gelaufen sind, dass manchmal vielleicht ich auch nicht gleich das volle Verständnis für Ihre Sorgen und Nöte hatte. Aber ich denke, insgesamt, und das zeigt mein kurzes Resümee, können wir zufrieden sein. Das heißt aber noch lange nicht, dass es noch viel besser werden kann. Und ich werde mit großer Aufmerksamkeit schauen, ob Sie versuchen, dieses für sich in Anspruch zu nehmen. Ich habe ganz besonders den Dresdnerinnen und Dresdnern zu danken. In den vergangenen 7 Jahren habe ich viel Zuspruch und Unterstützung erhalten, egal ob in guten oder in schweren Zeiten. Die Menschen dieser Stadt haben mir geschrieben, haben mich angerufen oder mich auf der Straße oder bei Veranstaltungen angesprochen. Nicht immer waren das Lob oder Dank, es war auch oft Kritik. Aber mir geht es darum, dass man miteinander überhaupt gesprochen hat. Es gab mir zumindest immer das Gefühl, dass ich nach wie vor, Gott sei Dank, eine aus der Bürgerschaft bin und nicht irgendjemand weit entfernt vom Alltag. Und immer wieder durfte ich dabei erleben, mit welchem Engagement und mit welcher Liebe die Dresdner für ihre Stadt erfüllt sind. Und auch wenn in den letzten Monaten vielleicht viele außerhalb von Dresden einen anderen Eindruck erhalten haben, aber ich bin mir sicher, die Mehrheit der Bürger ist offen und weiß, dass nur ein buntes Dresden auch ein gutes Dresden bedeutet. Deshalb ist mir um die Zukunft unserer Stadt auch nicht bange. Ich weiß, dass unsere Stadtgesellschaft zusammenstehen wird und es gelingt, sich den aktuellen Problemen auch zu stellen. Meine Damen und Herren, Stadträtinnen und Stadträte, eine Demokratie lebt von Veränderung. Mehrheiten wechseln, Köpfe kommen und gehen. Was bleibt, ist unsere Stadt. Was bleibt, ist unser Dresden mit Menschen, die es lieben, in dieser Stadt zu leben und die ihren eigentlichen Reichtum ausmachen. Diesen Menschen in meiner Amtszeit zu dienen, war mein oberstes Bestreben. Es war mir eine Ehre. Herzlichen Dank.
so noch mal allen ganz herzlichen Dank für Ihre lieben Wünsche. Ich gehe davon aus, dass wir uns in dieser Stadt öfters mal begegnen. Jetzt habe ich ja hoffentlich Zeit, auch viele Veranstaltungen nicht nur zu eröffnen und als Gesprächspartner zur Verfügung zu stehen, sondern selbst sie auch zu sehen, kennenzulernen. Und ich denke, dass es auch viele protokollarische Termine gibt, wo ich ja höchstwahrscheinlich auch eine Einladung bekomme. Und spätestens bei den Großprojekten sehen wir uns dann auf jeden Fall. Ansonsten wünsche ich Ihnen persönlich natürlich auch alles Gute, viel Erfolg, viel Arbeit im Stadtrat zugunsten der Bürgerschaft und natürlich für unsere Stadt und vor allen Dingen für Sie alle auch Gesundheit. Danke.